Neueröffnung von Gupfinger in Schärding. In nur 9 Monaten hat Familie Kastinger ihre gemeinsame Vision vom neuen Einrichtungsstudio realisiert. Davon überzeugen sich die Professionisten und Partnerbetriebe am Abend vor der großen Hausmesse. Die Gelegenheit war gut, der Nachbar ist verkauft worden, jetzt haben wir das Haus abgerissen und haben wirklich ein Riesenhaus erbaut. Wir sind jetzt 3-mal so groß wie vorher und können uns richtig austoben jetzt auf unserem Standort. Ich habe geschaut, dass wir außen die Fassaden so gestalten, dass es wirklich als Einrichtungsstudio erkennbar ist. Wichtig war auch, dass man innen den Innenraum mit außen verbindet und das im Gleichklang ist, im Einklang, das harmoniert. Und jeder soll sich wohlfühlen und ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen. Gupfinger Innenarchitektur auf 4 Etagen. Das ist das Ergebnis einer 92-jährigen Erfolgsgeschichte. Ein Projekt der gesamten Familie Kastinger. Es ist so geworden, wie uns wir das vorgestellt haben. Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Wir können all das zeigen, was wir bei unseren Kunden auch 1:1 umsetzen. Vom Boden bis zur Decke. Der 27-jährige Innenarchitekt Philipp Kastinger hat auf 1500 Quadratmetern echte Wohnkonzepte realisiert. Der Philipp ist schon bereit, hier mitzuarbeiten. Das ist auch der Grund, warum hier so groß investiert worden ist, weil das Unternehmen weitergeführt wird. Und genau das zeichnet eigentlich Oberösterreich aus und unsere Betriebe aus. Die denken in Generationen und machen dann so tolle Dinge, weil dann zahlt sich so eine Investition 100-mal aus. Wir sind wirklich stolz, dass es uns so gut gelungen ist. Und ja, es ist sehenswert und es kann jeder kommen und wir freuen uns über jeden Besuch, dass er sich das anschaut. Gupfinger Innenarchitektur in Schärding. Das neue Kompetenzzentrum rund um Wohnen und Einrichten freut sich bis 9. Oktober bei der Hausmesse auf Ihren Besuch.